Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und wir spielen zusammen The Plan, ein kleines, kurzweiliges Free-to-Play-Game, was ich bei Steam entdeckt habe. Es ist komplett auf Englisch und es soll wirklich sehr kurz sein. Und zwar genau gesagt 5 Minuten. Aber ich dachte, ich schaue trotzdem mal rein, nehme euch dabei mit und wir lassen uns einfach treiben und schauen mal, was hier genau auf uns zukommt mit dieser kleinen, hübschen, schnurrigen Biene. Ich habe auf Start geklickt und es regnet. Ah, wir müssen nach oben und fliegen. Hier sind ein paar Pollen und Regentropfen. Wir können nach links fliegen, das sind Äste. Und wir können nach rechts fliegen, da sind auch Äste. Da wollen wir nicht hin. Oh, jetzt wird es ein bisschen stürmischer. Oha, oh. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu weit aus der Mitte rausgetrieben werden. Mich das Gefühl nicht täuscht. Wir fliegen weiter nach oben und schauen mal, was passiert. Viel sehe ich nicht, aber scheinbar so, dass du den insektenartigen Blick. Oh, okay. Oh nein! Ein Blatt. Also so eine Fliege lebt ja ganz schön gefährlich, ne? Da müssen wir auch ausweichen. Die Musik ist schön, gefällt mir. Wir sind jetzt ein bisschen weiter weg. Aufpassen und dann gucken, ob da noch ein Blatt runterfällt oder so. Wenn wir hier rüberfliegen. Okay. Also, wir im Leben einer. Oh nein! Fliegt da raus! Du hast es geschafft. Das war aber blöd. Also, wir im Leben einer Fliege. Wie das sich so erlebt, wie man. Ja. Nicht austricksen, ihr Blatt, ne? Nein, gegen den Ast wollen wir auch nicht gegenfliegen. Oh, das ist ein großes Blatt, da müssen wir weiter ausweichen. Geht, es ist ordentlich actiongeladen. Gucken, ob wir 5 Minuten überhaupt hinkommen. Und noch ein paar Pollen, die uns entgegenkommen, ein paar Sonnenschein. Was ist schon? Gut, nach links und links. Okay. Die Geräusche sind sehr melodisch, finde ich. Kann man sich gut anhören. Mal sehen, was hier zukommt. Wir fliegen höher und wir fliegen höher. Gucken, was hier links ist. Ist überall nicht viel. Aber ich glaube, das soll, wie gesagt, das soll diesen Fliegenblick nachahmen. Denn ich meine mal gehört zu haben, dass Fliegen gar nicht scharf sehen können durch ihre facettenreichen Augen. Noch ein Blatt, welches wir gar nicht. Oder Wind. Irgendwie ist das stürmisch. Und flatter, 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 kleine Fliege, flatter, kleine Fliege. Er hat ganz schön viel zu tun, so eine kleine Fliege, muss ich sagen. Also, ne? Wer hätte das gedacht? Man denkt immer so, Eintagsfliegen. Die haben nicht viel mit sich, aber. Ne? Doch, ich höre einen Hund. Hört ihr den auch? Bin mir nicht sicher, ob es so gut ist. Ich weiß auch nicht, wie hoch wir gerade sind. Wir sind ja ganz klein. Da kann man ja die Relation zu uns gesehen nicht so wirklich nach. Jetzt ist wieder Sturm. Liegt da gegen an. Nicht wegwehen lassen, nicht wegwehen lassen. Nein. Und raus da. Hui. Seht ihr, da seid aber ganz schön dunkel. Ich fliege mal lieber wieder in die Mitte. Wer weiß, wann der nächste Sturm kommt. Ich werde gucken, dass ich dem Sturm nichts mehr direkt entgegenfliege. Und wir fliegen höher und höher. Ich glaube, wir sind in einem Park. Wenn man so guckt, dass so die hohen Bäume, wo wir dann rumfliegen und Hunde und Menschen, die da spazieren gehen. Die Musik wird gerade ein bisschen laut. Ich kann die Level nicht leiser machen. Und ich fliege direkt dagegen an und geschafft. Die Windbrise hat mir auch nichts angehauen. Und wir fliegen höher. Es ist aber anstrengend, die ganze Zeit mit den Flügeln zu flattern. Weil ich frage mich, was da oben wohl ist. Was kommt denn da? Sind wir irgendwann im Universum? Nein, eigentlich nicht. Oder?
kommt denn, wenn wir oben angekommen sind? Das würde mich auch mal interessieren. Sterne? Vor allem, warum fliegen wir eigentlich nur nach da oben? Und nur weiter ab. Das ist der Himmel, die Wolken. Sieht schon schick aus, die Sterne. Kleines Fliege, wo möchtest du hin? Das frage ich mich auch. Und wir fliegen höher. Und höher. Zickzack. Wird immer lauter. Ich muss fast schon schreien, damit ihr mich noch hört. Ist nix. Gar nix. Wir denken nicht. Wir müssen uns gleich auf oder so. Nein! Oh mein Gott. Ja, gefühlt sind wir sehr, sehr hoch geflogen. Und in Wirklichkeit... Sayobe. Die Fliege. Danke. Das war... ein kurzes Fliegen nehmen, oder was passiert jetzt? Return? Wir sind wieder unten. Wir sind wieder unten angekommen. Am Boden. Und ja, das war ein kurzer Blick in The Plan. Es folgt auch kein weiteres Level, kein weiterer Schwierigkeitsgrad oder irgendwas. Das war das komplette Spiel. Probiert selber aus. Es ist sehr lustig. Und... ja, man könnte es mal angeguckt haben. Und es kostet nichts, von daher schadet es auch nicht. Gibt es euren Kindern zum Beispiel, für die ist es bestimmt auch ganz witzig, so eine kleine Fliege zu spielen. Das Ende ist ein bisschen traurig. Ja. Dann hätte diese Fliege meine Intelligenz gehabt, oder eure, dann wäre sie nicht in das dieses Fliegen-Lockgerät geflogen. Aber gut. So ist es dann doch zu Ende gegangen. Und in dem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist, wir spielen zusammen, wenn auch nur ganz kurz. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.